In diesem Video befassen wir uns mit dem Partnercheck. Beim Partnercheck geht es darum, sich vor dem Klettern gegenseitig zu kontrollieren und so allfällige Fehler zu bemerken. Beim Indoor-Klettern gibt es vor allem vier wichtige Punkte, die man prüfen muss. Als erstes wird der Klettergurt kontrolliert. Achte darauf, dass der Gurt gut über der Hüfte sitzt und dass alle Schnallen richtig festgezogen sind. Der Anseilknoten, also der Achter, wird als zweites geprüft. Ihr kontrolliert, ob der Knoten richtig ist, also aus zwei Strängen besteht, die wie eine Acht aussehen. Zum Anseilknoten gehört auch der Anseilpunkt. Der Knoten muss sowohl durch die Beinschlaufen als auch durch die Hüftschlaufe gefädelt sein. Danach kontrolliert ihr den Sicherungsknoten, also den Halbmastwurf. Der Knoten sollte sich in beide Richtungen drehen lassen und so aussehen. Zuletzt wird noch geprüft, ob der Karabiner richtig zugeschraubt ist. Viel Spaß beim Klettern und bis zum nächsten Video. Dann geht's ums Top-Rope-Klettern.